Hey meine Freunde, ich grüße euch und herzlich willkommen zu einer kleinen Update-Folge von Mein Fettchen. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade getan habe. Oh mein Gott. Ja, und ihr werdet jetzt wieder was sehen. Ich habe wieder gestern gestreamt und ich bin diesmal gestorben. Aber, wie ihr es an der Fahne seht, bei Team Rot. Wenn ich es schaffe, schneide ich euch jetzt nochmal irgendwie den Tod hier rein. Ansonsten könnt ihr euch den anschauen. Auf meinem Twitch-Kanal, beziehungsweise auch auf YouTube. Der Livestream wird ja auch wieder auf YouTube sein. Oh. Ich habe nämlich mir ein kleines Duell geliefert und das ist vielleicht nicht ganz so effektiv ausgegangen, wie ich es erhofft hatte. Aber ich war sehr produktiv vorher. Ich war wirklich sehr produktiv in diesem Livestream. Bevor ich euch erzähle, wie ich gestorben bin, zeige ich euch, was ich getan habe. Also, hier hat sich nicht viel geändert, außer, dass ich einen kleinen Rand um das Feld gezogen habe. Jetzt kann man nicht mehr so leicht hier runterfallen, gerade besonders hier unten. Ist das sehr schön, weil man dann jetzt durch den Rand einfach geblockt wird und hier kann man nicht hoch. Das ist super. Hier kann man jetzt auch nichts mehr kaputt trampeln und so weiter und so fort. Kann ich hier so umspringen, wie ich witzig bin. So, und ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Dann aber die größte Veränderung, ihr werdet es vielleicht schon, ups, ihr könnt es vielleicht von hier schon sehen. Was fehlt? Was fehlt? Genau, Gonrads Turm. Ja, ich habe Gonrads Türmchen abgerissen und hier sollte eigentlich nur eine Straße hinkommen. Das habe ich leider nicht mehr geschafft. Hier die Baumfarm von Hollika, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Ich habe hier Gonrads Türmchen abgerissen und ihm die ganzen Sachen hier in eine Kiste gepackt. Damit er nicht traurig ist, dass ihm sein Türmchen abgerissen wurde. Aber der hat wirklich einfach zu sehr genervt. Und vor allem stand er hier im Weg und ich will jetzt ja hier noch irgendwie eine Verbindung rüberziehen, dass man die ganzen Wege hier so ein bisschen besser verbindet. Hier habe ich auch schon angefangen, das Ganze auch einen höher gesetzt. Bin gar nicht richtig fertig geworden. Was habe ich noch gemacht? Dann schauen wir mal. Schauen wir mal runter hier ins Häuschen rein. Ich habe ein bisschen was auch noch enchanted hier umgebaut. Oh, und ganz geil. Achso, das habe ich ja schon in der Folge gemacht. Hier. Ja. Auch Steine, Platten. Hier, das Ding. Jetzt kann man nämlich hier oben so eine kleine Galerie um meine, oder um unsere Smeltery ist es ja, habe ich rumgebaut. Sieht ganz schick aus, finde ich. Hier, das ist natürlich alles noch nicht richtig fertig. Hier sind ein paar Kisten, wo die ganzen hier Sachen drin sind. Hier oben die Smeltery-relevanten Sachen. Hier unten die Blöcke und die ganzen Erze und so weiter. Und hier oben ist das der Zaubertisch oder die Zauberecke. Ah, stimmt, hier habe ich vergessen, noch die Hölzer nachzumachen. Jetzt kann man, wenn man da unten schmilzt, können die Leute, die hier oben enchanten, können den Leuten da unten zuschauen. Und umgekehrt. Und hier geht es dann noch ein bisschen raus. Das muss ich auch noch ein bisschen hübscher machen. Aber ich denke, das ist schon ganz geil eigentlich, so wie es ist. Vielleicht reiße ich hier auch nochmal einen irgendwie weg und mache dann auch nochmal Glas hin oder so. Mal schauen. Ansonsten war ich... Hier ist ein Amboss. Habe ich auch geholt, weil ich dann ein bisschen Bücher verzaubern wollte und so weiter. Ich habe mir nämlich einen Bogen gebaut und so weiter und so fort. Habe ich alles natürlich verloren gegen den Taiko. Und die Sachen werde ich mir jetzt gleich mal wiederholen, denn ich darf sie mir wiederholen. So, schauen wir mal. Die kamen nämlich, Light und Taiko sind gegen Ende meines Livestreams in unsere Stadt gekommen und wollten mich heimtückischerweise töten. Habe ich gesagt, nee, nee, so nicht mit mir, Freundchen. Hab mich unten zugebaut, hab gewartet, bis sie weg sind, hab mir einen Bogen gebaut, hab alle meine Sachen eigentlich habe ich alle meine Sachen in einen Knappsack gepackt und die Sachen bei uns gespeichert. Hat leider so irgendwie nicht funktioniert, beziehungsweise als ich dann hergegangen bin und Taiko töten wollte. Der rote Stern, okay. Hier. Ich bin hier so umgesneakt, hab Taiko da unten gesehen und der hat ja hier so Tarnblöcke. Das ist ziemlich nice gemacht. Hier Tarnblöcke, das habe ich nicht gecheckt. Also ich bin quasi gekommen, wollte mich rächen für den feigen Anschlag, bin dann hier hingelaufen. Wieso ist denn hier auch noch ein Grabstein? Köpfe werden rollen. Ah, okay. Bin dann hier so rumgestiegen, habe gesagt, Moment mal, hier ist ja was. Was ist denn hier? Guck so und zack, steht Taiko hier. Ich renne auf ihn zu, hitte ihn. Taiko fliegt hier in die Ecke und dann geht der Drache einfach komplett Bananas und hat mich so schnell weggeknallt. Ich kann das auch an dieser Stelle auch nochmal jetzt zeigen. Wie komme ich da hin? Hä?
Was hat mich getötet? Was? Hier, oder vielleicht habt ihr das schon gesehen und vielleicht schaut ihr es euch nochmal an. Ja, es war wirklich richtig mies. Und hier sollten meine Sachen drin sein. Das ist nicht meine, das ist auch nicht meins. Das sind meine Sachen. Den Cleaver durfte ich mir wiederholen, die Rüstung darf ich mir wiederholen. Stone Slabs, den Extended Bow wollte Tycho, glaube ich, behalten. Mein Hammer, Excavator und wichtig wären eigentlich meine Dings gewesen. Die gehören, glaube ich, alle noch zu mir hier, die Sachen. Der Nether Backpack gehört nicht zu mir. Pressschiff für Mount Formation. Zombie Brain gehört auch nicht mir. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach nur mal die Sachen, die... Ah! Hoppla. Ups. Nein. War ich nicht. Okay, lieber mal ganz schnell weg hier. Hoppla. Das war jetzt unbeabsichtigt, Leute. Ja, okay. Okay, das packe ich euch hier auch mal rein. Ender-Rucksack, Mudball, Zombie-Brain, Dirt. Beziehungsweise ich versuche das nochmal auszu... Nee, ich darf ja nicht hier, ich darf ja hier nichts setzen. Deswegen gehe ich mal lieber schnell, bevor ich jetzt hier alles in Luft jage. Ich habe mir meine Sachen soweit wiedergeholt. Wenn da irgendwas noch falsch drin läuft, dann werde ich das nochmal mit Tycho klären. Ich werde ihn gleich darüber aufklären, dass ich mir die Sachen geholt habe. Ja, es hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen mit dem battlen oder einen richtigen Kampf halt mal, damit es ein bisschen spannender wird. Aber ja, es hätte nicht sein sollen. Hat nicht richtig funktioniert. Der Drache macht zu viel Schaden, gegen den komme ich allein nicht an. Und deswegen muss ich mal gucken, wie ich ihn oder wo ich ihn mir am besten in naher Zukunft mal schnappen werde. Ja, ich werde aber noch ein bisschen bauen müssen. Tycho hat nämlich einen Manilium Cleaver, ich hier nur diesen Elemite Cleaver. Und ja, das war es dann quasi auch schon eigentlich, was passiert ist. Ich kann euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Hier kein Knappsack. Und da ist ein Knappsack. Ich kann den Knappsack anziehen. Ups. Ich ziehe den Knappsack an. Da. So, machen wir auf. Oh, alles leer. Gut, das ist natürlich ärgerlich. Da waren über ein Stack Holz drin. Aber na gut, da muss ich mir wieder Holz farmen. Ja. Gut, Leute. Das war's dann auch schon für dieses Update. Ich gehe vom Server runter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es ja eine richtige Folge. Ich werde in nächster Zeit hoffentlich auch mal noch ganz viel mit anderen Leuten aufnehmen. Und ja. Dann lasst mir eine Bewertung da und freut euch hoffentlich auf die neue Folge. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann und ciao.